Wir haben ja schon geguckt, ob wir hier reinkommen. Hier, hallo? Hallo? Der will gar nicht mit uns reden. Ich finde diese Raben so geil, wie die hier rumhüpfen. Okay. Zwergenhandwerk, feinstes Zwerg. Hallo, Gorin. Willkommen, willkommen. Hier findet ihr nur den härtesten Zwergenstahl, hundertfach gefaltet in den Schmieden Orsamars. In Zeiten wie diesen kann eure Gruppe unterwegs doch bestimmt ein wenig zusätzlichen Schutz brauchen. Ja, immer. Habt ihr gesehen, was der für Gold hier auf dem Tisch aufgestapelt hatte? Zeigt ihr mir, was sie. Nein, das wollen wir nicht. Ich würde lieber Informationen kaufen, wenn ihr welche anbieten. Ja, hier hast du Infos. Ich sage euch, was ich weiß, aber ich verkaufe grundsätzlich nichts, was mir nicht gehört. Tja, das ist ja interessant. Das ist nicht meine Info. Die verkaufe ich nicht. Die sage ich euch so. Ich würde jetzt gerne sehen, was ihr anzubieten habt. Nein, Mann, was geschieht zurzeit in der Stadt? Könnt ihr mir einige wichtige Persönlichkeiten in Dunaway nennen? Ja, ich hoffe, wir können beides fragen. Also Persönlichkeiten in Dunaway. Es ist die Hauptstadt Ferelden's. Deshalb stehen an der Spitze natürlich die Königin und der König. Aber der Mann, der die Stadtwache zu leiten scheint, ist der neue Aal, Randon Howe. Er stammt von irgendwo aus dem Norden. Was geschieht zurzeit in der Stadt? Die größte Neuigkeit ist das Lanting. Jedes verstaubte Anwesen der Adligen lüftet durch und wartet darauf, dass der Lord in die Stadt reitet. Das Lanting, das ist so komisch, sehr komisch. Ja, okay. Das war alles, danke. Natürlich, jederzeit. Zwergenhandwerk, feinstes Ja. Zwergenhandwerk, direkt aus Orsama. Etwas Besseres findet ihr nicht. Der brüllt doch nicht so, dieses Geld habe ich gemeint. So, wen haben wir hier? Niemanden, Schüler, sonst was und niemanden. Okay, Schüler, sonst was, Fate. Was ist? Ich habe zu tun. Hallo, willst du nicht mit mir reden? Ich habe hier eine Nachricht von eurem Meister. Stimmt, da war was. Was besagt sie? Ich wusste, dass das geschehen würde. Ausgerechnet jetzt, wo langsam alles gut wird. Nun, ich nehme an, ich sollte euch danken, hm? Da, Wiedersehen. Mach's gut. So, warte, mit dem können wir nicht reden. Wen haben wir hier? Liselle? Liselle, hallo Liselle. Guten Tag. Ziemlich viel los auf dem Markt, nicht wahr? Ich meine, jemand Ruht euch Nettes. hier aus. Ich habe die beste Auswahl an Blumen und Duftölen aus Orle in ganz Denerim. Für euch vielleicht? Die Öle sind bei einem Bad sehr entspannend. Die ist ja süß. Ich möchte etwas Praktischeres. Woher stammt ihr? Das ist viel interessanter. Ich bin aus Orle. Davon habt ihr sicher schon gehört. Denerim ist eine schöne Stadt, aber ich vermisse meinen Val Royaux. Um diese Jahreszeit ist es besonders schön. Warum seid ihr von dort weg? Orle hat sehr viele Vorteile, aber es ist bisweilen nicht sehr vorteilhaft, dort eine Bürgerliche zu sein. Mein Bruder hatte Ärger mit einem Chevalier und kurz darauf sind wir weggegangen. Oh je. Was ist denn ein Chevalier? Ihr wisst hier nur wenig über Orle. Die Chevaliers sind Ritter von höchstem Stande. Sie sind die geschicktesten auf der ganzen Welt. Ihre Disziplin ist legendär. Für ihre Dienste bekommen sie Privilegien. Sie können mit allen niederer Herkunft machen, was immer sie wollen. Aha. Welcher Art waren eure Schwierigkeiten? Ein Chevalier interessierte sich für mich. Es war sein Recht, aber ich wollte es nicht. Mein Bruder schlug ihm voller Wut eine Kanne auf den Kopf. Das gilt fast schon als Hochverrat. Wir sind noch in der gleichen Nacht hierher geflohen. Das verstehe ich. Euer Bruder hat das Richtige getan. Ist ein Verbrechen, euer Bruder ist im Unrecht. Diese Tiere dürfen Frauen vergewaltigen. Das und mehr. Einige verehren sie für ihr Können und ihre wertvollen Dienste. Andere machen nur ganz leise Schritte, wie die Maus im Bau der Katze. Entschuldigt mich. Mir ist ein wenig schwindelig. No. Kann man immer mit dir reden? Eine Freude, euch wiederzusehen. Haben euch meine Blumen angelockt? Oder seid ihr der Gerüche der Stadt müde und möchtet meine Öle aus Orlais erstehen? Können wir noch was? Ich wollte Ich hier. bin aus Orlais.
Davon habt ihr sicher schon gehört. Ich wollte noch was fragen. Denim ist eine schöne Stadt, aber ich vermisse meinen Val Royaux. Um diese Jahreszeit ist es besonders schön. Erzählt mir von Val Royaux. Am meisten vermisse ich die Kleidung. Die Straße der Blumen ist um diese Jahreszeit so bunt. Und die Röcke. Feine Wolle und Stoffe, die sich meist nur die Adligen leisten können. Ferelden hat viel gedecktere Farben und ist nicht so modisch. Aber ich mag die Menschen in dieser Stadt sehr. Okay, was gibt's denn auf dem Markt so zu sehen? Vielleicht kannst du mir das auch so sagen. Der Großteil der Stadt ist mir noch unbekannt, aber auf dem Markt bin ich zu Hause. Vom Zirkel verzauberte Gegenstände gibt es bei Wunder von Thedas in der Gasse nach Norden. Der Rüstungsschmied Wade hat seinen Laden genau im Süden. Wenn ihr Arbeit sucht, vor dem Haus des Kantors im Südosten gibt es eine Anschlagtafel. Da waren wir ja schon. Und wenn ihr durstig seid, geht in die Taverne zum angenagten Adligen, nördlich von hier. Aber Vorsicht, die spielen sich ziemlich auf. Okay, warte mal. Nördlich. Nördlich wäre hier so. Das nicht. Wie heißt das? Was ist Wade's Laden? Wo ist die Taverne? Jetzt will ich wissen, wie die wirklich heißt. Hier irgendwo? Ich weiß nicht mehr. Ach, ich könnte ja mal auf der Karte gucken. Kirche? Wade's Laden. Zum müden Adling. Nördlich? Norden ist oben. Mensch, kann ich mal Karte lesen. Okay, dann würde ich sagen, hier, ne? Wir. Blutmagier Verwandten? Das ist noch nicht mal selber einer. Das ist doch echt fies. Das geht doch so nicht. So, hier irgendwo, ne? Da? Ich glaube, da. Die müsste das doch sein. Ja. So, und das haben wir. Dachte, ich mache Schweineblut da drauf. Warte mal. Von der anderen Seite, ne? Hier ist keiner mehr? Nö. Dann müssen wir einmal auf die andere Seite. Hallo, kleines Eichhörnchen. Huch. Da. Hier. Auch einmal. Das ist doch voll auffällig. Guck mal, der Templer steht direkt daneben. Was soll denn das? Kannst du das nicht leise machen? So, warte. Und das andere? Freunde der roten Jenny? Achso, das ist was anderes. Ne, das andere, keine Ahnung, wo das ist. Freunde der roten Jenny. Wo sind die Freunde der roten Jenny? Zwergenhandwerk, feinstes Zwergenhandwerk, direkt aus Orsama. Etwas Besseres findet ihr nicht. Was haben wir denn da? Achso, da ist Bruder Genitives Haus. Bruder von Thedas. Haben wir, waren wir überhaupt drin? Nee, ne? Ich glaube nicht. Hier in dieser Gasse waren wir nirgendwo drin. Da hinten waren wir drin, aber hier nicht. Dann gehen wir da mal noch rein, oder? Da waren wir ja noch nicht. Ich meine, da waren wir nicht. Waren wir da? War da was? Okay, Politik in Ferelden. Wir waren wohl noch nicht hier drin. Das kommt mir auch nicht bekannt vor. Haben wir hier irgendwas Spannendes? Der närrischste Narr ist der betrunkene Narr. So sprach meine Mutter und recht hatte sie. Du bist so klug. Hallo. Wird erledigt. Guten Tag. Söldner? Nächstes Getränk auf Schlacht und Sieg. Hallo, Söldner? Jetzt trinken wir mehr. Mehr als vorher oder was? Edwina, hallo? Schweine, allesamt. Oh je. Oh nein. Da haben wir hier den und... Der Erbauer segne euch, Wächter. Wir haben wohl noch nichts erledigt. Was, hat der hier was drin? Oh nein. Aber meine Stimme ist nicht so gut zum Vorlesen. Okay. Okay. Todesnachrichten. Wächter. Es ist stets eine traurige Pflicht, die Nachrichten vom Tod derer zu überbringen, die im Dienste der Gilde gefallen sind. Wenn ihr dazu bereit seid, das wird mit D geschrieben. Boah, ich hasse das.
Ich bin, also was Rechtschreibung betrifft, bin ich echt ein Korinthenkacker. Und wenn das von sein kommt, dann wird das mit D wie Dora geschrieben. Und seit ist eine Zeitangabe. Nur für den Fall, dass ihr das nicht wusstet. Das machen sehr, sehr viele Menschen falsch. Ja, ich bin Korinthenkacker, ich weiß. Aber trotzdem, ich finde Rechtschreibung sehr wichtig und dieses gehört nun mal dazu. So, jetzt höre ich auf und lese einfach weiter. Wenn ihr dazu bereit seid, fällt diese Pflicht heute euch zu. In diesem Brief befindet ihr die Namen von vier Frauen, die kürzlich zu Witwen wurden, sowie Beileidsbriefe zum Verlust ihrer Ehemänner. Alle vier Männer wurden während des Dienstes für die Freischärler, meine Güte, getötet. Und wir bedauern alle, übrigens vor und kommt kein Kopf, Entschuldigung. Und wir bedauern alle, die für unsere Ideale ihr Leben lassen. Bitte erledigt diese Aufgabe mit der Diskretion und Einfühlsamkeit, die euch sicherlich im Überfluss gegeben sind. Diese Nachrichten müssen den Witwen Irenia in Redcliffe, Lorana vom Calenhead-See, meine Güte, sowie Sarah und Tanya in Dennerin zugestellt werden. Okay, machen wir natürlich. Vorräte für die Gilde. Gute Leute, auf uns wartet Arbeit von zwei Seiten. Von zwei Seiten? Von zwei Seiten oder so. Und jeder muss seinen Teil dazu beitragen. Die Freischärler sind bereit, jede Person, die uns ein Geschenk in Form von 20 Wundumschlägen macht, dafür zu bezahlen, ohne Fragen zu stellen. Achso, ja, okay, jetzt habe ich es verstanden. Wenn wir zusammenarbeiten, können wir die Freischärler bereit, für den Krieg machen. Okay, habe ich so viel? 20 Wundumschläge, warte mal. Wundumschläge. Ich habe sogar 28. Ja, komm, gehen wir ab. Müssen wir dir geben, ne? Wir sind euch äußerst dankbar für eure Bemühungen. Sehr gerne. Blackstone-Helfer, Erfolg freigeschaltet. Yippie. So. Dann würde ich sagen. Nein, immer falsch. Tagebuch, Kodex. Kodex, irgendwo hier. Schauen wir mal, was hier Neues gibt. Der Gesang des Lichts. Ach ja, den keiner so richtig beherrscht. Also doch, schon, aber die vor der Kirche, die ist lustig. So, dann haben wir hier Templar. Haben wir was Neues stehen? Oder hatten wir noch nicht? Ich weiß es nicht. Dann haben wir Kultur und Geschichte. Die Geografie von Ferelden. Tada! Die Reisen eines Solan, der Kirche von Bruder Genetivi. Der Kirche von Bruder Genetivi, der hat eine eigene, oder wie? Politik in Ferelden, Entschuldigung, aber irgendwie, naja. Ja. Politik interessiert mich ehrlich gesagt noch nicht mal im richtigen Leben. Ich weiß, ich bin schlecht. Die Nolada-Anthologie Zwergischer Poesie. Genau so, das steht da. Warte. Ich denke nicht, dass ich das mag. Ich mag keinen gebratenen Brei aus Nuuk. Voll poetisch. Ach so, ich dachte, es wäre ein einzelner Teil. Das ist ein Gespräch. Jetzt verstehe ich das. Ja, hier. Ja, ist wunderschön. Niemals aufgeben. Zwergenblut mag lauwarm sein, doch es lebt wie das Erz. Wieso ist Zwergenblut lauwarm? Hat das wer behauptet? Hab ich das irgendwo übersehen, dass das so ist? Keine Ahnung. Korrespondenz interruptus. Da haben wir, glaube ich, nur hier unten was Neues. Wir haben ja diesen einen Brief da gefunden, ne? Also insofern so questbezogen, das müssen wir wieder lesen. Beileidsbrief von Blackstone. Ah, das ist der Brief, den wir verteilen müssen. Werte Dame. Warte, es ja, müssen wir anders lesen. Werte Dame. Wir bedauern zutiefst, euch mitteilen zu müssen, dass euer Gatte gefallen ist. Er starb so, wie er gelebt hatte, ehrenhaft und bei der Erfüllung einer wichtigen Aufgabe für unsere Sache. Seid sicher, dass wir die Übeltäter zur Strecke bringen und seinen Tod rächen werden. Bitte nehmt mein Beileid für euren Verlust an. Raelnor Hawkwind. Der Brief trägt das Siegel der Blackstone-Freischärler.
Ja, das ist nicht schön. So, hier haben wir jemanden, der mit uns reden will. Hallo. Was darf es denn sein, Fremde? Du, hier, warte. Warte, habt ihr irgendwelche Gerüchte? Die dunkle Brut hat Lothering angegriffen. Weiß ich. Und ich bezweifle, dass alle rechtzeitig fliehen konnten, bevor Doch. Sie kam. Es heißt, diese Kreaturen hätten alles überrannt, Gefangene gemacht und die Häuser niedergebrannt. Mann. Und dann seien sie ebenso schnell wieder verschwunden. Ich frage mich, ob noch jemand am Leben ist. Einige Kantoren sollen nach Süden gegangen sein, möglicherweise um nach Überlebenden zu suchen. Ich mache mir aber keine Hoffnungen. Möchtet ihr sonst noch etwas? Nicht so negativ. Sind noch mehr Gerüchte? Es gibt schreckliche Neuigkeiten. Alle reden über eine Schlacht im Norden zwischen Loghains Männern und Ben Bronek. Der Ben wurde vernichtend geschlagen. Irgendjemand meint, er habe mit Loghain verhandeln wollen, aber das glaube ich nicht. Loghain würde niemals jemanden angreifen, der bereit ist, sich zu ergeben. Möchtet ihr sonst noch etwas? Als ob, natürlich würde der das. Es gab schon wieder einen Kampf, diesmal nördlich von Lothering. Da sowohl die Bans als auch Loghain behaupten, sie hätten gesiegt, wissen wir noch nicht genau, was geschehen ist. So wie es sich anhört, sind die Truppen zufällig aufeinander gestoßen und haben angefangen zu kämpfen. Einfach so. So ein verdammtes Chaos. Möchtet ihr sonst noch etwas? Ist ja auch so. Beide sagen, wir haben gewonnen. Wer hat denn jetzt gewonnen? Ja, ich, nein, alle. Weiß auch nicht. Braucht jemand Hilfe möglicherweise bei etwas, das nicht vollkommen legal ist? Psst, psst, psst. Er sieht sich nach neugierigen Blicken um und holt dann einige Mitteilungen im Namen interessanter Gruppierungen hervor. Weiter. Oh, schon wieder lesen. Oh. Okay, Correspondentus Interruptus. Er hat eine kleine Bitte. Er, nicht sie, sondern er. Es ist immer gut, einen großen Namen in der Hand zu haben. Und es gibt nichts Besseres, als diesen mit heruntergelassenen Hosen zu erwischen. Sollte irgendjemand bei seinen Reisen auf Briefe ungebührlicher Liebender stoßen, so kenne ich gewisse Spezialitäten, die aus derartigen Schreiben großen Nutzen. Spezialisten. Ich kenne gewisse Spezialitäten. Genau, Pseudo. So, genau so. Okay, nochmal. So kenne ich gewisse Spezialisten, die aus derartigen Schreiben großen Nutzen ziehen könnten. Wenn ihr sie dem Schankwirt gebt, wird euch eine großzügige Investition in zukünftige Manipulationen ausgezahlt werden. Ja, ein bisschen gemein müssen wir auch sein. Wir müssen ja schon gucken, wo wir bleiben. Ne? Ist ja einfach so. Problemlösung. Die, also Detlef die Soest, ist das Soest? Was ist los mit mir? Was? Zunge kaputt. Tut mir leid. Die ist auf unverzügliches Handeln angewiesen. Ich habe Probleme. Ja, du hast ja keinen Namen, das ist hier schon mal schwierig. Ich habe Probleme. Ein paar meiner reizbareren jungen Partner sind während einiger heikler, meine Güte, Übergaben nervös geworden. Es genügt zu sagen, dass sie ein ziemliches Chaos veranstaltet haben, das beseitigt werden muss. Auch wenn Leben üblicherweise nicht viel zählen, drohen Konsequenzen, wenn etwas darüber nach außen dringt. Da meine eigenen Männer intensiv überwacht werden, wäre ich ausgesprochen dankbar, wenn sich jemand um diese Sache kümmern könnte. Gold wird zugesichert. Wir sollen also Leute umbringen. Das sind bestimmt eh nur Verbrecher, die wir dann... Wir machen einfach alles. Ja, wir machen das. Wir müssen nur gucken, wen wir da mitnehmen, wenn wir das... Ja, die sind eigentlich schon aber ganz gut für sowas. Kay, das ist der von Man in Black. Kay verlangt Folgendes. Verlangt vor allem. Moment mal kurz. So, ich habe mal kurz abgehustet. Der Ärger mit dem neuen Blut sucht nun auch mich heim. Durch meine alternativen Methoden mussten einige Federn lassen. Und sie haben mich dafür bei meinen Hauptlieferanten angeschwärzt. Ich könnte jetzt einfach behaupten, dass wenn die Satzzeichen einigermaßen richtig wären, ich das sicherlich auch viel besser vorlesen könnte. Pfuh. Okay.
Darum mache ich allen freigeistigen Freunden, die einen Verbündeten suchen und etwas Kleingeld gebrauchen können, diesen Vorschlag. 15 Giftsextrakte dürfen mehr als ausreichen, damit ich weiterhin Unterstützung für meine Unternehmung aufbauen kann. Ganz einfach, nicht wahr? Ja, ja. Ja, haben wir Giftextrakte so viel? Wir haben Schlangengift, Todeswurzelextrakt. Ist das dann auch ein Giftextrakt oder muss das Giftextrakt heißen? Ach ja, Giftextrakt. Eins! Die haben wir alle aufgebraucht, ne? Ja.